Hallo, schön, dass ihr wieder vorbeischaut. In diesem Video geht es heute um die Brauchwasserregelung und was man da im Menü alles einstellen kann und welche Arten der Verbrauchsregelung es da gibt, das seht ihr in diesem Video. Bleibt dran! Bei der Brauchwasserregelung haben wir drei unterschiedliche Betriebsmodi. Einmal den Warmhaltebetrieb, zum zweiten den Programmbetrieb und zum dritten den Warmhalte- und Programmbetrieb, also eine Mischung aus 1 und 2. Von eurer alten Öl- oder Gasheizung kennt ihr den Warmhaltebetrieb. Hier wird 24 Stunden lang die Warmwassertemperatur konstant auf eine Temperatur minus der Hysterese gehalten. Da waren wahrscheinlich 60 Grad damals eingestellt und wenn die Temperatur auf 55 Grad runtergefallen ist, hat die Gas- oder Ölheizung wieder auf 60 Grad aufgeheizt. Genau das haben wir hier auch im Warmhaltebetrieb. Wird 24 Stunden lang das Warmwasser auf nahezu der gleichen Temperatur gehalten. Der Vorteil dieser Regelung ist, ihr habt rund um die Uhr die gleiche Wassertemperatur und braucht euch keine Gedanken zu machen. Der Nachteil ist aber ein relativ hoher Verbrauch und den wollen wir hier mit unseren Einstellungen ja vermeiden. Und zudem taktet die Heizung öfters, weil sie muss ja immer umschalten zwischen Warmhaltebetrieb vom Warmwasser und zum Heizbetrieb für eure Wohnräume, sodass hier relativ ineffizient die Warmwasserbereitung durchgeführt wird. Den zweiten Modus, den wir haben, das ist der Programmmodus. Hier können wir ein Programm erstellen und zu der Zeit, wo wir das Programm eingestellt haben, da gibt es verschiedene Stufen, die wir einstellen, das ist Komfort und Eco, wird das Warmwasser jeweils auf eine bestimmte Temperatur zu einem bestimmten Zeitpunkt oder während einer bestimmten Zeitspanne aufgeheizt und in der restlichen Zeit erfolgt keine Aufheizung des Heizwassers. Das kann ich dann nur manuell durch Drücken der Taste leistungsstark wieder beheben, sodass ich manuell die Warmwasserbereitung dann zuschalten muss, um weiterhin Warmwasser zu haben. Der dritte Modus ist eine Mischung aus beiden. Das heißt, zu einer gewissen Zeit, wenn ich weiß, da dusche ich immer, habe ich Warmwasser. Und in der restlichen Zeit, da reicht es mir, wenn das Wasser vielleicht ein bisschen kälter ist und dann wird es auf diese Minimumtemperatur aufgeheizt. Das ist der Programmpunkt Warmhalten mit Programmsteuerung. Der Vorteil dieser Regelung, ihr habt immer einen Mindestanteil an Warmwasser und der Verbrauch ist nicht so hoch wie bei dem reinen Warmhaltebetrieb. Der Nachteil ist, dass die Heizung, wenn ihr viel Wasser an einem Tag braucht, auch an diesem Tag auch mehr taktet. Welche Einstellungen für euch die sinnvollsten sind, das hängt von mehreren Faktoren ab. Zum einen, wie groß euer Warmwasserspeicher ist. Das ist der wichtigste Punkt. Habt ihr nur einen kleinen Warmwasserspeicher von 120 Liter, werdet ihr wahrscheinlich nur die Programmpunkt 1 mit Warmhalten einstellen können. Bei einem größeren Warmwasserspeicher stehen euch alle drei Möglichkeiten offen. Euer Verbrauchsverhalten ist ein zweiter Punkt, der hier wichtig ist bei der Wahl der Einstellung. Ob ihr, wie viele Personen ihr seid und ob ihr badet oder duscht, diese Faktoren spielen hier auch eine Rolle. Wenn also drei Personen baden, dann muss man dann zwischendurch immer nachheizen, weil sonst schafft das die Wärmepumpe in diesem Bereich sonst nicht. Und die dritte Punkt ist, ob ihr eine PV-Unterstützung habt oder nicht. Wenn ihr keine PV-Unterstützung habt, so würde ich euch empfehlen, die Warmwasserbereitung in die Nacht zu legen. Dann merkt ihr am Tag, vor allem wenn ihr mit Heizkörper heizt, merkt ihr da gar keinen Unterschied, weil die Wärmepumpe macht das nachts. Nachts braucht ihr keine Wärme im Haus und so werdet ihr von der Warmwasserbereitung überhaupt nichts mitbekommen. Bei PV-Unterstützung ist das anders. Ich habe eine PV-Anlage, die nach Südwest ausgerichtet ist. Das heißt, ich habe nachmittags den größten Sonnenertrag. Auch im Winter ist da immer mittags. Und so habe ich meine Warmwasserbereitung auf 15 Uhr eingestellt mit einem Heizprogramm. Zwischen 15 und 20 Uhr wird bei mir auf die Komforttemperatur aufgeheizt. Das sind bei mir 48 Grad bei einer Hysterese von 6 Grad Celsius. Sodass also meine Warmwassertemperatur dann immer zwischen 48 und 42 Grad pendelt. Das reicht wunderbar zum Duschen. Und nach dieser Zeit, also nach 20 Uhr bis am nächsten Tag um 15 Uhr, habe ich bei mir Warmhalten bei 42 Grad eingestellt, mit einer auch
Hysterese von 6 Grad, sodass in der restlichen Zeit meine Warmwassertemperatur zwischen 42 und 36 Grad schwankt. Das reicht immer zum Putzen und was man sonst im Haushalt so machen muss, sollte wirklich mal mehr Wärme da, Warmwasser gebraucht werden. So kann ich auf den Hochleistungsbetrieb drücken und dann wird das Warmwasser einmalig auf 48 Grad, also auf die Komforttemperatur, aufgeheizt. Wie diese Einstellungen jetzt an der Wärmepumpe programmiert werden, das schauen wir uns jetzt am Innengerät der Wärmepumpe an. An der Wärmepumpe angekommen, stellen wir als erstes die Hysterese ein. Dazu müssen wir ins Menü gehen und uns als Installateur anmelden. Ich drücke den linken Knopf zweimal, drehe an dem linken Rad, bis Benutzerprofil kommt. Im Moment bin ich im erweiterten Modus. Jetzt stelle ich die Zahlen 5, 6, 7, 8 ein. Dann bin ich im Installateurmodus. Ich drehe am rechten Rad. 5, rechts bestätigen. 6, rechts bestätigen. 7, rechts bestätigen. Und 8, rechts bestätigen. Monteur. Ich gehe einen Schritt zurück und drehe am linken Rad, bis ich bei Warmwasserspeicher bin. Drück auf den linken Regler. Ich drehe am linken Rad. Bis ich bei Hysterese bin. Bei Hysterese drücke ich nochmal auf den linken Regler. Kann ich mit dem linken Rad die Temperatur für die Hysterese einstellen. Die Hysterese ist der Unterschied ab dem Punkt, wo die Wärmepumpe wieder ein Nachheizen veranlasst. Und ich habe hier 6 Grad eingestellt, das ist ein guter Wert, damit komme ich sehr gut zurecht. Wenn ich das eingestellt habe, gehe ich wieder zurück, eine Stufe zurück. Bei Maximum kann ich hier die Maximaltemperatur einstellen, die der Warmwasserspeicher bekommen darf. Das ist wichtig, wenn ich das Ganze über PV-Überschuss lade. Diese Temperatur wird beim Überschussladen dann erreicht. Maximum, ich habe bei mir da 60 Grad Celsius eingestellt. Dann Komfort-Sollwert, wieder mit links bestätigt. Hier habe ich bei mir 48 Grad eingestellt, da könnt ihr auch mehr. Wenn ihr wärmes Wasser braucht, die Leitungen vielleicht im Haus länger sind, versucht hier eine möglichst geringe Temperatur einzustellen. Je weniger ihr hier einstellt, desto weniger Strom verbraucht. Ich habe bei mir also den Versuch gemacht, es war eingestellt 55, waren eingestellt. Ich bin dann stufenweise runter, bis ich gemerkt habe, aha, das geht noch. Und ein Grad kälter, da hat das dann zum Duschen für 3 Personen nicht mehr gereicht abends. Und dann bin ich wieder auf 48 und mit den 48 kommen wir prima hin. Deshalb dieser Wert von 48. Mit dem müsst ihr etwas spielen. Mehr oder weniger, das hängt davon ab, wie warm ihr gerne duscht und wie lange ihr gerne duscht. Das auch wieder bestätigen. Dann kommen wir auf den Eco-Sollwert. Der Eco-Sollwert ist dann wichtig, wenn ihr nur eine Einmalladung am Tag macht und aber zu unterschiedlichen Zeiten duschen wollt. Das heißt, es wird einmal, würde jetzt bei mir auf 48 Grad aufgeheizt und vielleicht morgens, wenn nur einer duschen möchte, wäre dann nochmal eine Nachladung auf 42 oder 44 Grad, wie man das gerade einstellt, wie man es dann gerne hätte. Und dann wird nochmal eine Zwischenladung eingeführt. Ich habe hier beim Eco-Sollwert mal 45 Grad eingestellt, also 3 Grad kälter, aber ich habe keinen Eco-Sollwert in meinem Programm programmiert, muss ich sagen. Ihr könnt das machen, wie ihr wollt. Ich habe es jetzt mal so eingestellt auf 45 Grad und ja, ihr bestätigt das dann und geht wieder zurück. Als nächster Punkt ist der Warmhaltesollwert. Da drücke ich auch wieder auf die linke Taste. Bei mir habe ich da 42 Grad eingestellt, minus der Hysterese von 6 Grad. Das heißt, von meiner Warmwassertemperatur wird außer der Programmzeit zwischen 36 und 42 Grad gehalten. Wenn ich hier mehr will, kann ich auch auf 44 Grad stellen. Dann geht sie nur bis 38 Grad runter. Das ist jedem selbst überlassen. Da kommt es also auf euer Verbrauchsverhalten an. Ich gehe dann wieder zurück und kann auf das Zeitprogramm gehen. So,
Hier seht ihr bei mir, ich habe also von 15 bis 20 Uhr an allen Tagen außer am Freitag, weil freitags kommt meine Tochter später und da geht es also eine Stunde länger. Kann man für jeden Tag kann man seine Komforttemperatur und die Ego-Temperatur kann man programmieren. Wenn ihr im Zeitprogramm seid, dann dreht ihr am linken Rad. Dann ist der Wochentag Montag blau hinterlegt. Ihr drückt das linke Rad. Könnt ihr dann wählen, löschen, bearbeiten, kopieren. Bei bearbeiten. Jetzt könnt ihr hier eure Zeiten eingeben. Für die Komforttemperatur. Bei mir sind hier Werte von 15 Uhr bis 20 Uhr eingegeben. Wenn ihr das getan habt, wieder zurück, an dem linken Regler drehen, da kommt der nächste Tag. Oder ihr kopiert einen Tag, wenn ihr alle Tage gleich haben wollt, kopiert ihr einen Tag und geht bei den nächsten Tagen dann immer auf einfügen. Wenn ihr das für alle Tage gemacht habt, dann geht ihr wieder zurück und habt euer Programm eingestellt. Das Ganze geht natürlich viel bequemer mit der App, aber weil ich weiß, dass nicht alle von euch dieses Modul eingebaut haben, dafür habe ich jetzt die Einstellung hier auch am Gerät gezeigt. Ihr geht wieder zurück, werdet eventuell nach den Änderungen zu einem Neustart geleitet und habt alle Einstellungen für das Warmwasser vorgenommen. Auf dem Hauptbildschirm wird euch dann oben neben der Badewanne die aktuelle Warmwassertemperatur angezeigt. Ich hoffe, das Video hat euch einen Mehrwert gebracht. Wir sind wieder am Ende des Videos angekommen und ich verbleibe. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Patrick.